Sehr geehrter Herr Wittaut, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Präsidenten, meine Damen und Herren, ich möchte der GdP erst einmal aus zwei Gründen, Herr Freiberg, ich möchte der GdP erst einmal aus zwei Gründen ganz herzlich gratulieren. Einmal, Herr Wittaut, dass Sie Frau Giesmann eingeladen haben, denn das habe ich bisher auf keinem Gewerkschaftstag erlebt, dass man eine Landesbischöfin sprechen gehört hat, die den Sicherheitsbegriff, das gemeinsame Tun für Sicherheit ganzheitlich dargestellt hat. Und ich glaube, es ist wichtig, immer auch wieder daran zu erinnern, dass eben Sicherheit, innere Sicherheit, nicht nur Sache des Staates, nicht nur Sache der Polizei ist, sondern eben von jedem Einzelnen, von uns, von jedem Bürger, und dass wir alles dazu tun können, dass wir in Freiheit, aber auch in Sicherheit leben können. Und insofern darf ich der Gewerkschaft Ihnen auch persönlich danken, dass Sie damit auch tatsächlich diesen Gewerkschaftstag bereichert haben. Ich glaube, das war wirklich ein Highlight. Ich darf Ihnen persönlich natürlich zur Wiederwahl gratulieren. Über 92%, das ist ja wirklich ein Vertrauens... Bitte? Ja, das ist in der Politik schwieriger, wenn man in Schwierigkeiten ist und eine Partei in Schwierigkeiten ist, soll das auch schon mal vorkommen, das habe ich in den letzten Tagen ja auch erlebt, aber trotzdem, über 90% zu bekommen, ist schon etwas ganz Besonderes und ich glaube, das ist natürlich auch ein Vertrauensbeweis insgesamt. Gemeinsam für ein sicheres Leben, das ist das Motto Ihres Gewerkschaftstages heute. Und das ist ja ganz nah an dem, was wir uns als Leitlinie in Niedersachsen im Bereich der inneren Sicherheit auch gegeben haben. Sicheres Niedersachsen 2015. Und dafür müssen wir vieles tun. Darauf hat Frau Käßmann auch schon hingewiesen. Aber ich darf mich natürlich in meinem Vortrag darauf beschränken, was wir im Bereich der Innenpolitik hier in Niedersachsen auf den Weg gebracht haben und wo ich meine, dass wir schon einen guten Weg nach vorne gekommen sind, um dieses Land auch sicherer zu machen. Und die Rahmenbedingungen muss natürlich die Politik geben, aber ich glaube, wir müssen sehen, dass wir alles tun können. Neue Gesetze auf den Weg bringen, wir können die Rahmenbedingungen verbessern, aber man kann nur erfolgreich sein, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Polizei hat, die engagiert arbeiten, die Tag und Nacht zur Verfügung stehen und die ihren Beruf eben wirklich als Berufung haben. Und das kann ich nun als Innenminister, der mittlerweile fast 7 Jahre im Amt ist, sagen, dass das in Niedersachsen hervorragend der Fall ist. Und deshalb gilt ganz zuerst mein Dank an Sie alle, weil Sie dafür Sorge tragen, dass wir in Niedersachsen sicher leben können, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Verbrechen geschützt werden. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit, das ist mir ganz wichtig. Aber wir haben auch in Niedersachsen die Rahmenbedingungen verbessert. Was haben wir getan? Wir haben ein neues Polizeigesetz auf den Weg gebracht, damit haben wir auch die Rahmenbedingungen verbessert, wir haben die Eingriffsmöglichkeiten verbessert. Wir haben zusätzliche Stellen geschaffen, was ganz wichtig war. Herr Freiberg, in anderen Bundesländern ist auch massiv Personal abgebaut worden. Ich will zugeben, wir haben auch ein niedriges Niveau gehabt, also wir sind noch nicht spitze in dem Bereich. Aber 1000 zusätzliche Stellen war eine Kraftanstrengung, war aber notwendig. Und das sehen wir, weil die Anforderungen für die Polizei ja auch immer größer werden. Und das war ein wichtiger Punkt. Die Außenfortbildung ist entscheidend. Deshalb haben wir die Polizeiakademie auf den Weg gebracht. Aus- und Fortbildung zusammengelegt. Wir haben einen Bachelorstudiengang geschaffen, der eine hundertprozentige Akkreditierung ohne Einschränkung bekommen hat. Das war ein wichtiger Schritt nach vorne, und das wird noch für die Qualität der Aus- und Fortbildung hier in Niedersachsen auch noch Früchte zeigen. Und wir haben eine Polizeireform gemacht, die ja jetzt gerade evaluiert worden ist und ich ja viele Gespräche in diesem Jahr auch geführt habe, wo wir die Eigenständigkeit der Polizei herausgestellt haben, auch in die Fläche mehr Verantwortung gegeben haben. Das ist wichtig. Natürlich müssen wir steuern, aber die Eigenverantwortlichkeit der Polizei ist wichtig. Mit den Polizeidirektionen in der Fläche und der zentralen Polizeidirektion haben wir, glaube ich, hier die richtigen Akzente gesetzt.
Meine Damen und Herren, dadurch haben wir aber auch die Möglichkeit gehabt, neue Steuerungsmodelle auf den Weg zu bringen. Und es ist auch in der Polizei möglich, Zielvorgaben zu machen. Es ist mit den Polizeipräsidenten besprochen worden. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Weg ist, warum wir noch erfolgreicher geworden sind. Aber ein letzter Punkt ist, den man nicht vergessen darf, man darf nicht nur Ziele vorgeben, sondern man muss auch das Material, die Technik, die Innovation zur Verfügung stellen. Deshalb ist die Innovationsoffensive 2015 auf den Weg gebracht worden. Und ich bin sehr froh, dass dort ein Bericht vorgelegt worden ist, wo wir gesehen haben, dass wir im letzten Jahr nicht geschlafen haben. Durchaus auch Neuerungen, technische Ausstattung zur Verfügung gestellt haben, aber dass wir in einigen Bereichen noch nachbessern müssen. Und wenn ich gerade von Zielvorgaben gesprochen habe, wenn man gesehen hat, dass erkennungsdienstliche Maßnahmen vielleicht nicht in dem Umfang stattgefunden haben, wie das vielleicht möglich wäre, auch rechtlich möglich wäre, auch im Vergleich mit anderen Bundesländern, so muss man natürlich nicht nur sagen, hier müssen wir mehr tun, sondern wir müssen auch technische Ausstattung geben. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir jetzt die Live-Scanner bis auf Kommissariatsebene dann auch haben, ist das ein Gesamtkonzept. Und das ist, glaube ich, wichtig und insofern haben wir dieses auch so auf den Weg gebracht. Mit der Sphäre-Kamera haben wir ganz neue Innovationen bei der Tatortaufnahme auf den Weg gebracht. Genauso ist es natürlich, dass das Fahrzeug des Kfz absolut zum Büro des Polizeibeamten, des Polizisten gehört und dass wir dort etwas tun müssen. War klar, wir haben 23 Millionen Euro in diesem Jahr investiert werden, dass wir in den nächsten Jahren noch tun müssen, um hier besser zu sein. Ich sage auch, es hat auch etwas damit zu tun mit Liegenschaften, mit Büros insgesamt. Dort haben wir noch einige Nachholbedarf. Das sehen wir auch in Hannover, wenn ich mir die PD Hannover angucke, wenn ich mir auch die ZPD angucke und andere Bereiche. Aber wir haben auch einiges schon auf den Weg gebracht, wo wir auch gerade die Immobilien verbessert haben. Und ich bin sehr froh und erleichtert, dass die Regierungsfraktion einen Verpflichtungsermächtigung auf den Weg gebracht hat, was noch im Parlament beschlossen werden muss, um das LKA jetzt auch auszuschreiben. Die eine Standortlösung ist wichtig und daraus können sich dann auch hervorragend andere Möglichkeiten ergeben, auch für die PD Hannover und andere Bereiche. Ich sage dieses, weil ich glaube, dass es ein Gesamtkonzept ist, um Rahmenbedingungen zu schaffen, um noch erfolgreicher zu sein. Und dass wir erfolgreicher sind, kann man an einigen Zahlen klar nachweisen. Wir haben angefangen vor 6-7 Jahren mit einer Aufklärungsquote von 52-53%. Wir liegen jetzt bei 58,53% und wir sind fast an der 60%-Schwelle. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass viele sagen, jawohl, es ist so, nicht nur die Aufklärungsquote ist entscheidend für die Arbeit der Polizei, das ist richtig. Aber es ist auf jeden Fall ein Leistungsmerkmal und im Vergleich mit anderen Bereichen muss man sehen, dass natürlich innere Sicherheit auch ein Standortfaktor ist, auch für die Wirtschaft. Dort, wo man sicherer lebt, wo weniger Straftaten begangen werden, wo eine höhere Aufklärungsquote ist, ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir hier im Vergleich mit anderen auch mithalten können und wir sind jetzt in die Spitzengruppe aufgestiegen und da bin ich insgesamt Ihnen dankbar, es ist Ihre Arbeit, dass das gelungen ist. Aber auch in der Verkehrssicherheitsarbeit haben wir Erfolg. Gott sei Dank erheblich weniger Verkehrstote, weniger schwere Unfälle. Auch das ist die Präventionsarbeit, die hier insgesamt geleistet worden ist. Und das ist, glaube ich, auch wirklich eine hervorragende Arbeit, die hier geleistet wird. Meine Damen und Herren, bei all dem, was wir technischen Rahmenbedingungen, gesetzlichen Rahmenbedingungen gegeben haben, es ist aber so, dass auch nicht nur ein Dank hilft, sondern wir müssen natürlich auch Perspektiven für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizei geben.